Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen in unserer Cocktail-Ecke für alkoholische Getränke hier bei etza.online. Heute mit einem Ramos Gin Fizz. Der Ramos Gin Fizz wird in Anlehnung an die Stadt, in der er um 1888 erfunden wurde, manchmal auch New Orleans Fizz genannt. Ihr benötigt hierfür 50 Milliliter Gin Old Tom, ein Eiweiß, 10 Milliliter frisch gepressten Zitronensaft, 5 Milliliter frisch gepressten Limettensaft, 15 Milliliter Zuckersirup, einen Spritzer Orangenblütenwasser, 30 Milliliter Vollmilch, 20 Milliliter Mineralwasser mit Kohlensäure und zu guter Letzt Eiswürfel. Kommen wir zur Zubereitung. Alle Zutaten bis auf das Mineralwasser in einen Shaker geben und mit Eiswürfeln auffüllen. Den Shaker gut verschließen und so lange kräftig schütteln, bis die Wände beschlagen sind. Das Mineralwasser in ein Longdrinkglas gießen. Den Shaker öffnen und den Inhalt mit Hilfe eines Eissiebs und eines Feinsiebs in das Glas filtern. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee@etza.online zur Verfügung, wünschen euch nun viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online-Team.